Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wir starten dieses YouTube-Video hier auf der Terrasse bei wunderschönem Wetter. Seit gestern ist nämlich offizieller Frühlingsanfang und das bedeutet natürlich, dass wir den Frühjahrsputz dieses Jahr auch machen müssen. Ihr seht das gerade schon hinter mir, da liegen Bellas ganze Decken und ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, das erste Mal Bellas Decken selber zu waschen und selber zu imprägnieren, um Kosten zu sparen und um das Ganze einfach mal selbst in die Hand zu nehmen. Und ich nehme euch dabei mit, das heißt, das Ganze ist quasi wie ein kleines Tutorial. Bevor ihr das allerdings zu Hause nachmacht, fragt unbedingt eure Eltern, ob sie die ganzen Pferdedecken denn in ihrer Waschmaschine haben möchten. Bei mir ist es so, dass ich eine extra Pferdewaschmaschine habe. Das heißt, das kommt auch nicht mit den normalen Klamotten in die Waschmaschine. Das ist nämlich total wichtig. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt und fahren zur Waschanlage, denn ich werde die Decken erstmal von dem groben Schmutz befreien, bevor das die Waschmaschine macht. Und dabei nehme ich euch natürlich mit. Also, let's go zur Waschstraße! So, der erste Step ist jetzt natürlich, dass wir diese ganzen Decken in den Bulli laden, damit wir auch überhaupt zur Waschstraße auch fahren können. Und das mache ich jetzt als erstes. Die riechen echt gut nach Pferd. Sonst stört mich das ja eigentlich nicht, aber ich glaube, es wird mal Zeit, die ganzen Decken wirklich zu waschen. Habt ihr übrigens schon meinen neuen Anhänger gesehen? Den werde ich euch im nächsten YouTube-Video dann mal richtig vorstellen. Das hatte ich euch ja eh schon versprochen. Und wupp! So, da liegen die Decken jetzt drin. Und dann geht es jetzt direkt los zur Waschstraße. Ihr Lieben, ich sitze gerade im Auto. Wir sind gerade schon bei der Waschstraße. Ich drehe mal ganz schnell einmal um. Wie ihr sehen könnt, aber ich möchte euch vorher jetzt einmal von meinem Masterplan erzählen. Ich habe das ja eben schon angedeutet. Also, der Masterplan ist wie folgt. Wir werden jetzt erst die Decken absprühen, dann quasi mit der Bürste hier bearbeiten, sodass der grobe Schmutz einmal runtergeht. Denn die Bürsten sind wirklich, wirklich, wirklich sehr dreckig. Nein, nicht die Bürsten, die Decken sind wirklich, wirklich sehr, sehr dreckig. Ja, und sobald das passiert ist, lasse ich sie erstmal einmal vortrocknen und dann kommen sie in die eigentliche Waschmaschine. Dort wasche ich sie dann nochmal, lasse sie trocknen und werde sie dann mit einem speziellen Imprägnierspray, dazu allerdings später im Video, imprägnieren. Und dann, ja, sind sie wieder hoffentlich wie neu. Ich habe das Ganze noch nicht ausprobiert, es ist heute das erste Mal und ich werde euch zum Ende des Videos von meinem Endergebnis, ja, berichten. Und jetzt kommentiere ich euch erstmal, was wir in der Waschstraße genau gemacht haben. Kleiner Spoiler, die Betreiber der Waschstraße fanden es nicht ganz so witzig, dass wir an einem so schönen Tag das mit den Pferdedecken gemacht haben und haben uns darum gebeten, das nächste Mal das unter der Woche zu machen. Also wenn ihr so etwas vorhabt, fragt am besten vorher, wann es passen würde. Es ist nicht verboten, aber man möchte ja auch keinen Ärger bekommen. Und ja, für uns ging es dann auf jeden Fall los. Wir haben dann quasi das Geld eingeworfen. Ich habe die Pferdedecken in der Waschanlage sozusagen ausgebreitet und dann haben wir sie erst einmal abgesprüht und von dem groben Dreck befreit. Falls ihr einen Hochdruckreiniger habt, könnt ihr das Ganze natürlich auch zu Hause im Garten machen oder auf der Terrasse. Aber ich hatte gerade keinen Hochdruckreiniger zur Hand und deshalb sind wir in die Waschstraße gefahren. Ich finde das aber eine super Möglichkeit, um wirklich, wie man hier sieht, diese groben Dreckspuren wirklich einmal wegzubekommen. Und das hat auch wirklich ganz gut geklappt. Ich war zwar hinterher nicht zufrieden damit, weil es waren immer noch, ja, weiße Stellen, die halt tatsächlich immer noch ein bisschen braun waren, aber man kriegt diese Pferdedecken halt auch einfach nicht mehr so sauber, wie sie neu waren. Man muss halt einfach damit leben, dass das nicht mehr ganz so schön aussieht, aber es ist ja am wichtigsten, dass die Bakterien und dass der ganze Dreck einmal runter ist und deshalb waschen wir die Decken ja. Hier habe ich übrigens ausprobiert, die Decken so hoch zu legen, damit sie nicht wegrutschen. Das hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert, allerdings nur zu zweit, weil sie sonst so runtergerutscht sind. Aber hier seht ihr noch einmal, wie gut die wirklich sauber gehen. Ja, und anschließend haben wir die Decken dann wieder in den Bulli geladen. Also sprecht das auf jeden Fall auch vorher ab, denn sie haben das ganze Auto voll getropft. So, wir sind jetzt zu Hause angekommen und ja, die Decken sind natürlich immer noch nass. Ich werde sie jetzt auf die Terrasse bringen und sie da so ein bisschen aufbauen und aufhängen. Und wie gesagt, dann trocknen sie. Und dann, wenn sie dann trocknen sind, dann schauen wir weiter. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt die Pferdedecken alle hier auf unserer Terrasse drapiert. Also einfach hier aufgehangen, dass sie trocknen können.
Und wie gesagt, ich werde jetzt erstmal den Decken die Zeit geben, dass sie trocknen können. Ich bin gespannt, wie lange das dauert. Ich hoffe, dass sie morgen irgendwie, spätestens übermorgen trocken sind. Und dann geht es auf jeden Fall weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn es weitergeht. Ich gebe euch jetzt ein Update zu den Decken. Sind genau 3 Tage und 3 Nächte rum. Die Decken haben jetzt hier draußen gehangen und haben quasi getrocknet. Ich habe mich dazu entschieden, sie jetzt doch nicht in die Waschmaschine zu stecken. Also kleine Planänderung, weil das kann ich auch nur jedem empfehlen. Macht das bitte nicht. Diese Decken, selbst diese dünne Abschwätzdecke von Eskadron, ist einfach mega, mega schwer gewesen, als wir sie aus der Waschanlage geholt haben. Das heißt, das war definitiv mehr als 15 Kilo. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, wie schwer Decken sind, wenn sie nass sind. Und selbst wenn wir eine 9 Kilo oder 11 Kilo Waschmaschine haben, keine Ahnung, auf jeden Fall eine mit einer ziemlich großen Trommel, würde ich sie da definitiv nicht rein tun, weil das macht auch die Pferdewaschmaschine. Es macht einfach alles kaputt. Also lasst es bitte sein. Es funktioniert genauso gut, wenn ihr sie dann einfach trocknen lasst. Und ja, jetzt kommt meine Allzweckwaffe, die ich ausprobieren möchte. Dieses hier. Oh, es war gerade falsch rum. Das hier. Ich zeige euch das jetzt mal ganz in Ruhe. Den Tipp habe ich nämlich von einer Bekannten bekommen. Das ist Zelt und Pavillon Imprägnierspray. Ich habe das selbst gekauft bei Amazon und habe gehört, dass das den gleichen Effekt haben soll, als wenn man das richtig professionell imprägnieren lässt bei einer Pferdedeckenwäsche. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das ausprobiere. Ich kann euch noch kein Feedback geben, aber ich imprägniere sie jetzt auf jeden Fall und dann machen wir die Decken fit für den Winterschlaf. Beziehungsweise Sommerschlaf, dass wir sie nächsten Winter wieder nutzen können. Dazu erstmal diese Sprühdose hier aufbauen. Zack. Ich habe übrigens noch meine Puschen an, richtig sexy, ne? Ich weiß. Ist das gerade schon offen? Stopp. Und hier Sprüh. Perfekto. So, dann wollen wir mal. Ich habe gelesen, 20 cm Abstand, 30 cm Abstand und dann großflächig hier drauf sprühen. Und falls ihr euch fragt, warum ich das auch auf die Abschwitzdecke mache, das ist nämlich so eine wasserabweisende Abschwitzdecke. Und da ist es auch nicht schlecht, wenn das imprägniert ist. Und ja, jetzt mache ich das hier bei allen meinen Decken schön hier drüber. Und dann kann das hier jetzt noch einen Tag trocknen. Und morgen werde ich dann die Decken reinholen und sie dann quasi winterfertig machen. Beziehungsweise für den nächsten Winter fertig. Ich verspreche mich hier immer. Neuer Tag, neues Glück. Wir schauen uns jetzt gemeinsam die Decken an, denn ich habe sie ja vor 2 Tagen genau imprägniert, habe sie jetzt trocknen lassen und jetzt sind sie quasi fertig für den Winterschlaf, beziehungsweise, ich sage immer Winterschlaf, aber für den nächsten Winter. Ich werde sie jetzt zusammennehmen und dann kommen sie in eine Tüte in den Keller, da wo sie wirklich geschützt sind, bis der nächste Wintereinbruch kommt. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal, was das geworden ist und was so meine persönliche Einschätzung davon ist. Und dann schauen wir mal weiter. Also erstmal Fazit zu der Sauberkeit der Decken im Allgemeinen. Die sind jetzt auch durch die Hochdruckanlage vom Waschen von der Autowaschstraße nicht ganz so sauber geworden, ehrlicherweise. Ja, vielleicht sollte man sich da doch noch mal ein bisschen was anderes überlegen. Aber wie gesagt, ich reinige sie ja jetzt nur einmal so. Und werde sie auf jeden Fall einmal jährlich professionell reinigen lassen und imprägnieren lassen. Das ist jetzt quasi nur für zwischendurch. Das heißt, das soll keine Dauerlösung sein, aber dafür finde ich es auf jeden Fall gut. Und ja, das mit der Imprägnierung, das kann ich jetzt natürlich so an sich nicht sagen, was das Ganze gebracht hat. We will see. Auf jeden Fall ist das eine viel günstigere Alternative, mit diesem Spray hier so die Decken zu waschen und zu imprägnieren. Und soweit mein Fazit. Wie gesagt, ich möchte euch jetzt noch nichts empfehlen, was ich jetzt noch nicht selbst getestet habe. Ich habe das jetzt einfach nur so als Übergang gemacht. Vielleicht werde ich jetzt in einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal so ein ähnliches Video machen, wo ich euch dann auch wirklich erzähle, ob das wirklich was gebracht hat. Vielleicht mal so ein Vergleich. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch irgendwelche Ideen habt. Vielleicht mache ich auch mal einen Vergleich zwischen einer richtigen professionellen Wäsche und der Wäsche, wie ich es jetzt zum Beispiel mache. Ob mir da irgendwelche Unterschiede aufgefallen sind, das wäre ja vielleicht auch mal ganz interessant.
Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch etwas helfen können bei der ganzen Thematik. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Abonniert gerne meinen Kanal und folgt mir auch auf meinen anderen Plattformen auf TikTok und Instagram. Und dann würde ich sagen, bis bald!